Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Community Server auf der MiGMAP, auf der ersten richtigen Folge. Die letzten waren ja alle vom Livestream und heute ist dabei der Leberwursch, der Florian, der Wolfi, der Battlekiller, der Ludi und der Tim. Ja, wer wurde gerade gekickt? Achso, ja. Der Musikbot, ja, habe ich eh aus. Egal. Ja. Gut, ich wollte gerade nochmal eben Wasser holen für die Tiere. Und in der einen Woche hat sich jetzt auch schon einiges getan. Wir haben mittlerweile schon etwas größere Schlepper. Ich werde das gleich alles mal zeigen. Wir haben einen neuen Drescher, zwei neue Drescher ja eigentlich sogar. Zweimal den Class Mega mit 6,6 Meter, der eigentlich schon ganz ordentlich ist. Ja, das geht auch vorwärts. Hatte der GTA eigentlich Kabinensound? Ich glaube nicht. Ne. Ich weiß nur, dass beim GTA die Kamera sehr weit oben ist. Ja, man sitzt irgendwie so, dass man vor das Dach guckt. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Aber sonst finde ich den eigentlich immer noch ganz gut. Das war ja einer der ersten Mods, die damals kamen. Aber ja. Hat sich irgendwie doch noch immer ganz gut gehalten, finde ich. So für Start war der echt gut. Ja, auf jeden Fall. Da ist er nicht verkehrt. Echt sind die auch nicht so verkehrt. Ja, im Endeffekt wären sie halt eigentlich ganz cool für generell halt für die Kuhwiese, dass man damit sich auch so ein bisschen ballen oder sowas macht. Aber dann müsste man schauen. Ja, unser Nachbar hat den für den Wald. Oh, für den Wald? Ja. Ja, kann man eigentlich hat auch ganz gut machen. Hat ein Rückgeschild hinten dran und da kann er halt vorne das gespaltete Holz direkt reinstapeln. Der hat vorne die Ladefläche und dann kann er es direkt reinstapeln. Ist schon echt gut. Was mir gerade einfällt, ich weiß nicht, gestern war ja, oder für die Leute wird es dann vorgestern schon sein, am Freitag gab es wieder den nächsten Schwung Updates zu den Fahrzeugen vom LS15. Ich weiß nicht, habt ihr da reingeschaut? Es gibt ein Auto. Ja, ja, aber das sieht leider etwas hässlich aus, muss ich sagen. Ja, der ich sieht aus wie aus dem LS14 vom Handy, genau ja. Die Grafikkarte. Das finde ich jetzt auch recht unnötig. Das Auto, weiß nicht, ich finde das Auto an sich ist eine gute Idee, weil damit kann man dann einfach mal irgendwie zügiger lange Strecken zurücklegen. Aber an sich fand ich auf dem kleinen Bild sah das Auto schon miserabel aus. Du hast ein vernünftiges Fahrzeug für die Tankfässer. Ja, okay. Aber ich sehe dann den Truck mehr so dafür, halt zu gucken, wenn man weitere Strecken zurücklegt und sowas, was ich Eier verkaufen könnte man damit auch machen. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber man könnte auch gut gucken, ob was gedüngt ist und so weiter, diese Geschichten. Was ich auch echt cool finde, ist dieser Steper Forstan. Also der Wagen. Schon echt nice aus auf dem Bild her. Ja, der Ladewagen und dann gab es ja jetzt doch die Legomaschine. Ich hatte ja schon Angst, dass die Bäume wirklich nur platzierbar werden, aber jetzt ist damit klar, dass man die auch wohl richtig legen kann. Und das ist schon mal relativ nice. Beziehungsweise legen ist ja falsch, setzen heißt es ja eigentlich. Die Animation vom Forstmod nehmen würden. Was ich mir noch vorstellen Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie sich bei BM Modding das 3D-Modell geholt haben. Meins, oder den kompletten Mod einfach. Ich glaube, das ist der komplette Mod. Battle und wer fährt den anderen? Harry, könnt ihr mal gleich mal eine Reihe nebeneinander herfahren. Ich glaube, das wird auch sowas wie eine Baumschule oder sowas auf der neuen Map geben, wo man sich die Setzlinge kaufen Also auf der skandinavischen gab es sowas nicht. Weil ich bin auf der Gamescom bin ich da auch hergefahren. Ich habe dann, ich war dann halt auch auf der Gamescom, hab mir das dann alles angeguckt. So richtig umhauen tut sie mich auch nicht. Na, ich muss sagen, die Karten, weiß nicht, hoffentlich ändern sie sich noch ein bisschen. Ich fand sie jetzt nicht so der Knüller, aber das... Ich hätte gern so eine richtig hügelige Map gehabt. Ja. Aber was ich schon mal... Ohne mit dem Ponsen in den Wald gehst und du dann richtig steile Stücke arbeitest. Aber was ich schon mal cool finde, es gibt eine Palettengabel für den Radlader. Ja. Und auch eine für Ballen. Für Ballen, ich sag mal Ballen für Bäume. Bäume, für Stämme, ja. Ja, das ist ja einer der Sinne eigentlich von dem Radlade, dass du die Bäume verladen kannst. Ja. Und hast du den zweiten Hürlimann schon gesehen? Nein, habe ich nicht. Man, das, den das einen Hürlimann, das war ja dieser... Ach doch, das war ein etwas größerer, ne?
Ja, der war 130 PS. So knallgrün, eher so ein helleres Grün. Du so denkst, wenn du das erste Mal siehst und nicht der Name dazu denkst, es ist ein Fendt. Ja. Ich habe das erste Mal gedacht, das ist ein Fendt, weil ich habe es jetzt auf Facebook gesehen. Die Bilder waren ja auch cool, dadurch ist es ja jetzt auch klar, es kommt noch ein New Holland raus. Mit Ketten. Mit Ketten hinten, genau. Der T8 nochmal mit Ketten. Oder ist es wirklich, dass man die Reifen wechseln kann? Wie vom BM-Modding mit dem MB-Truck? Das wäre natürlich mega bombastisch. Das wäre schon richtig geil. Also wenn man das geil könnte, das wäre richtig cool. Tim, hängst du bei den hinteren Hänger ab? Hast du eigentlich schon den neuen Deutz gesehen? Welchen? Gibt jetzt den neuen Star 661. Also der, da habe ich mir... Sieht ein bisschen aus wie ein DX. Meinst du den wir hier ein Spiel haben, oder was? Nee. Der ist ein Akkus, ist schon, der ist größer. Das ist so ein... ich kann es dir gerade nicht beschreiben. Ich zeig's dir nachher mal. Okay. Ich habe mal gespannt. Das ist halt ein Akkus da. Der ist halt noch richtig eckig und... Ein alter. Der ist... Stimmt schon. Und ich finde, das ist 1900. Ein guter Deutz. Also auf den freue ich mich richtig. Und auf den Hürlimann. Weil die sehen richtig geil aus, meiner Meinung nach. Leber? Ja. Hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe über Deutz? Ich finde es halt gerade am Anfang interessant, wenn du diese etwas älteren Schlepper, die aber gar nicht so schlecht sind von der PS-Leistung her, hast. Weil dann kannst du einfach ohne High-End-Maschinen erstmal halbwegs vernünftige Sämaschinen und so weiter ziehen mit so einem Hürlimann oder mit einem Bürrer. Weil der Bürrer, der wird ja auch wieder übernommen und das finde ich auch richtig cool, weil der Bürrer... Der Bürrer eigentlich eine erfundene Marke? Nein, Bürrer gibt es wirklich. Kenne ich irgendwie nicht. Einzige, was erfunden ist, ist Lizard. Ja, das weiß ich. Der Agrostar ist von 1990 bis 1995 gebaut worden. Vielleicht im Agrarsimulator, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch den mal getestet hat, da heißen die Maschinen ja nicht Gecko, sondern die heißen nicht Lizard, sondern Gecko. Das war ist ja irgendwie so eine Anspielung darauf, dass die halt bei Giants immer Lizard heißen. Und er hat 140 PS, der Deutz. Das reicht, ja. Allradantrieb, 18 also Vorwärtsgänge. Es ist ein alter Deutz, ein relativ alter Deutz, aber dafür dann schon alter mit relativ viel Leistung. Ja, ich sag mal 150 PS oder sowas um den Dreh. Damit kann man dann auch vielleicht schon mal eine 6 Meter Kurzscheibenegge oder sowas. Ja, ohne dass man jetzt für 150, 200.000 einen nagelneuen Schlepper holt. Er hat Neupreis in der Grundausstattung 151.000 D-Mark gekostet. Ja. So einen hatte mein Vater, glaube ich, auch mal. Als der noch Forstwirtschaft betrieben hatte, da hatte der, glaube ich, auch einen Agrostar 661. Oder es war ein DX, ich weiß es nicht mehr genau. Wolfi, sollen wir nur noch das Stück hier zwischen häckseln, also was jetzt noch zwischen uns beiden ist, und dann das große von den Dreschern dreschen lassen? Ach stimmt, wir können ja Mais jetzt auch dreschen, ja, würde ich eigentlich sagen, ne? Ja, wir haben kein Schnellwerk dafür. Ja, das kostet doch nicht viel, oder? Ach, wir machen noch ein bisschen. Und was auch? Aber nicht das ganze Feld hier, weil es ist ein bisschen groß. Na, und doch, was auch jetzt halt noch vorgestellt worden ist, ist der größere Schneidebecks-Wagen. Das ist der originale. Genauso wie der jetzige. Genau der größere derselbe. Schneidewerkswagen? Ja, okay. Bin der mal ist genau derselbe wie der jetzige, nur... Nur halt von der... Es gibt lizenziert. Einen Einachser jetzt. Was? Der ist neu. Ein Einachser-Ladewagen, Schneidewerkswagen. Ja, den ganz kleinen. Ja, aber ich find's mal gut, dass man nicht diesen kleinen Deutz kaufen muss, sich am Anfang, sondern mal ein New Holland oder... Dass man nicht nur Deutz als Mähdrescher hat. Ich gehe ja auch immer noch wirklich davon aus, dass die wirklich diese ganz kleinen Oldtimer komplett rauslassen, diese Sachen mit den Kramer. Und wirklich dann am Start wahrscheinlich mit Bürrer anfangen. Ja, und den Sampo Osselwe, also diesen kleinen Kramer Dresche. Am Anfang war nur eine Geldquelle für mich, ich hab die alle vier direkt verkauft. Ja. War bei mir auch eine so. Geldquelle am Anfang. Weil dann das ist auch sinnlos. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Kramer kann nichts außer sehen. Dem Emsland genau gar nichts ziehen. Weil, wenn du da den 3 Meter grubber dranhängst, dann geht der vorne hoch. Und das ist der kleinste. Den kleinen Same finde ich aber ganz cool als Startfahrzeug. Der hat mir irgendwie immer am Anfang gefallen. Es gab noch eine Sache außer der Emsland. Diese kleine Sämaschine da. Ja. Ganz kleine, die man am Anfang meistens direkt verkauft. Die D9? Da geht ja aber auch schon fast...
Da kippelt der also auch schon. Ich hab mir direkt am Anfang habe ich die G9 verkauft und mir die, warte. Wahrscheinlich die 3-Punkt-Horsch oder so. Die 3-Punkt-Horsch und ich war schon nicht genug Geld am Anfang gefahren, da habe ich mir direkt die D3000 super geholt. Weil die D1 ist ein bisschen. D9. Aber wahrscheinlich wird als Startfahrzeug auch noch dieser Brand, ne, dieser kleine Kipper sein. Dein Achser da, ne? Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem etwas größeren Hof startet. Was ist denn am Anfang eigentlich dein Mähdrescher? Dass man am Anfang diesen Willimann bekommt, den Deutz. Ich gehe davon aus, dass das Ganze relativ, also wenn ich mir die Höfe auf der Karte angeguckt habe, ich fand die jetzt nicht so besonders. Ich glaube fast, dass es sein kann, dass sie sich das frei halten wollen sozusagen. Und dass die dieses Mal deutlich mehr platzierbare Hallen reinnehmen, sodass man sich den Hof dann selber optimieren kann. Das kannst du mir gleich mal den auslernen. Zwei oder drei Gebäude hättest und dann könntest du deinen Hof selber zusammenbasteln. Ja. Ich denke, die werden halt wirklich so als Startfahrzeug. Ludi, können wir gleich mal tauschen. Eigentlich, das ist so krass, ne? In weniger als 40 Tagen ist LS15 draußen. Ne, ich glaube, die werden wirklich den kleinen Brand mehr als Startfahrzeug nehmen. Ja, aber welchen Mähdrescher wollen die als Startfahrzeug nehmen? Den Sampo. Den Sampo bestimmt, weil der hat nur 4,5 Meter oder sowas. Hallo, ist schon größer als der jetzige. Also wenn wir noch 10.000 machen, können wir noch zwei Schneidwerke holen. Danke. Nein. Wim, du müsstest hier gleich mal zwei Hänger wegfahren, die stehen schon. Nicht noch mehr Kredit. Ja, ich hänge die direkt zueinander. Nein, wenn wir verdienen, habe ich gesagt. Ach, da hinten steht glaube ich noch ein. Ja, wir müssen ja auch eigentlich mal das Geld wieder zurückzahlen, was wir uns ausgeliehen haben, deshalb erstmal nicht, würde ich sagen. Es gibt einen Autohausbrand, ne. Wolfi, sag mir Bescheid, ob der hinten leer ist, ne? Ja, also hinter mir ist noch einer, da hab ich noch einen vollen. Ja, wieder schon weiter. Also wenn man Brandner googelt, kommt man auf die eine Hauptseite und da gibt's einmal für die Baumaschinen und dann einmal so, für... Achso, speichern. Ich hab nicht gespeichert. Ich hab wahrscheinlich Autospeicher. Ja. Ja, schon und dann guckst du auch noch zu einem Autohaus brand. Ne? Autohaus? Ja. Wie? Also nicht. Doch noch nicht. Boah, ja, ich find's ein bisschen schade, bei dem Brandner kommt ja wohl nur dieser eine Einachskipper, der kleine. Nein, da wollte noch, ich glaube, da kam noch irgendeiner, habe ich gesehen. Nein, sonst würde er ja stehen. Aktuell noch nicht. Ja, auf jeden Fall die beste Firma, die es im Moment in LS3, in LS15 gibt, coming soon. Ja, obwohl es gibt über 40 Marken und im Moment sind bekannt 37, also viel Überraschung kommt jetzt dann doch nicht mehr. Drei Stück noch. Ich denke mal, Deutz wird sich, oder Deutz Fahr ist ja jetzt auch schon gewesen, ne? Stimmt. Aber ja, Deutz hat alle neuen Akkus, ich glaube, da kommt noch ein paar Fahrzeuge, ein oder zwei. Ja. Aber die haben ja mit Titanium angezeigt, dass sie gute Auswahltexturen und so machen können. Ja. Ja. Die Systeme im Titanium mit On sind wirklich mega geil. Die also, Titanium-Sachen und auch die Animation, ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht das Lindner-DLC. Ja, hab ich. Ja. Wenn ihr euch da mal die Animation vom Gülle-Auflieger oder vom Mist-Auflieger anguckt, die sind richtig, ja, richtig gut. Hast du dir schon. Ach so, ja. Am Gülle-Fass gibt's aber jetzt auch für in Berge reinzuspritzen. Joa, was bringt einem das in LS eigentlich? Es gibt kein Feld, was steil, ein Steilhang ist, oder? Doch, gibt genug Maps mit Steilhängen. Ja, also, ja, aber das es gibt ja, es werden wahrscheinlich noch drei Fahrzeuge vorgestellt, drei Marken vorgestellt. Ja, wenn sie Fahrzeuge über 40 schreiben, haben sie wahrscheinlich 41. Also, ich schätze mal, bei Deutz kommen im Ende drei, haben die drei Modelle, schätze ich mal. Deutz hat doch auf Agritechnica dieses Jahr auch einen Schwung. Oder war die letztes Jahr, kann das sein? Die Agritechnica war, glaube ich, letztes Jahr. Boah, schon ewig her. Jetzt betritt Patrick. Ja. 2014 war die letzte. Nee, 2013 oder ich weiß es gar auch nicht. Stell dir mit dem großen Klass Mega. Oder doch, dieses Jahr war einer. Ich meine irgendwann im April war die, glaube ich. Ja. Stell mal mit dem großen Klass Mega. Und 2013 hatten die da sogar einen Stand von LS, da hatten die sogar so eine John Deere Kabine. Ja, aber da ist war wahrscheinlich. Oder vom Stand von John Deere, da hatten die eine Kabine von einem. Die haben aber da extra gebaute John Deere nur für diesen Aufstelldings ja. Da gehabt, ne? Und die, aber die Grubbern, die Textur vom Grubbern und die Spiegel an der Seite waren schon nice. Aber was, dieses Modell, was sie da vorgestellt haben, wo man drin spielen konnte in der Runde LS, das war ja mal mega nice. Meinte ich doch gerade. Ich meine eigentlich nur bei Deutz, es gibt ja auch durchaus mittlerweile doch schon eine Generation, weil zwei Generationen neuer als die im LS15. Ja. Lol, ich kann gerade fahren, um den Motor zu starten. Ist das edel. Geräuschlos fahren. Und ohne Spritverbrauch.
Auf jeden Fall, es gibt ja auch so ein paar, die relativ gut oder ich sag mal moderner aussehen. Und ich denke mal, dass 3-4 Deutz da auf jeden Fall noch kommen werden. Guten Einfach damit Spaß, sie auch die Fahrzeugvielfalt hochhalten können. Ey, ein Dritter oder? Nur heute guten Spartsprit, indem er mit einem ausgeschalteten Motor fährt. Ja, aber weißt du, was ich noch mache? Nach 15 Minuten den Part beenden. Oh. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ab heute denke ich mal, wenn ich es hinkriege, wieder täglich Community-Server folgen. Und ja, wir sehen uns. Ciao. Tschüss.